10.000 Jahre in Gefangenschaft. Verbannt aus meiner eigenen Heimat. Und nun wagt ihr es, mein Reich zu betreten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Willkommen zu einem neuen Jillian-Projekt, zu einer neuen Jillian-Staffel. Willkommen zu World of Warcraft Burning Crusade Classic. Jawoll, wir spielen wieder auf dem Live-Server. Ja, ich habe immer wieder drüber gemeckert, aber wie ihr seht, wir sind wirklich auf dem Live-Server. Ratzofen Burning Crusade Classic. Ich war so eingefixt wieder. Ich musste unbedingt wieder WoW zocken. Unbedingt Burning Crusade. Klassik hatte mir ja nicht so gefallen, hatte ich abgebrochen. Aber ihr seht, ich habe hier auch noch wesentlich mehr vor. Das ist unser Let's Play Charakter. Das soll in der Questdatenbank werden. Der sieht eben sehr ähnlich aus. Das ist mein Lager. Hier habe ich schon mal angefangen, ein paar kleine zu spielen. Ja, ich werde hier wohl ein bisschen länger brauchen. Das wird auch eine Questdatenbank. Aber wir spielen den Paladin wieder. System ähnlich wie gehabt. Wir bleiben der Richtung treu, alle Gebiete, so viele wie möglich, Quests. Meine Add-ons, Pagnon habe ich gerade abgeschaltet, Taschen-Add-on werde ich mir später wieder draufziehen, neu. Wir hatten heute gerade ein Update und damit produziert Pagnon Fehler. Recount, ja, damit wir den Damage ein bisschen sehen. Wenderpreis, damit wir die Preise sehen. Questi, um die Quests etwas zu erleichtern, obwohl wir es nicht brauchen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jo, ein bisschen Eigenwerbung. Ein Däumchen wäre schön. Ein Abo freut mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Videos sind täglich auf 20 Minuten geplant. Und nun legen wir los. Fast 7000 Jahre lang führten die Hochelfen ein glänzendes magisches Königreich. Tief versteckt in den Wäldern im Norden von Lordaeron. Doch vor 5 Jahren fiel die Geißel der Untoten in Kel'Thalas ein und trieb die Elfen an den Rand der Ausrottung. Geführt vom bösen Todesritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und raubte den Elfen damit die Quelle ihrer Magie. Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen einen großen Teil ihres Heimatlandes zurück.
Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Blutelfen und streben danach, die überwältigende Macht, über die sie einst verfügten, zurückzugewinnen. Angetrieben von der Herrschaft ihres geliebten Prinzen, Keltas Sonnenwanderer, begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen arkaner Magie und Wegen, ihr Land vor den untoten Schrecken der Geißel zu schützen. Als einer der wenigen überlebenden Blutelfen müsst ihr lernen, euren Durst nach Magie zu zügeln und helfen, das Schicksal eures Volkes zu bestimmen. Guck, da steht er! Da sind wir. Das hier ist das Recount, direkt vor der Omme. Jo, viel müssen wir nicht einstellen. Gewohnt bin ich, dass wir... Ne, mach mal Rucksack zu. Interface. Aktionsleisten. Ich will die Aktionsleisten alle sehen. Nicht hochkant gestapelt. So viel Plätze. Haben wir nicht. Leisten immer anzeigen. Jetzt muss ich mal kurz draufdrücken, damit das auch wirklich macht. Ich dachte gerade, verarsch mich nicht. Schweinebacke. Mann! Wie geht denn das hier schon wieder los? Essen und Trinken möchte ich hier drüben haben. Na, ich hasse die Rucksäcke. Pfui. Wie geht dir das? Was? GIBF.com? Nee, ist aber... Hätte sich aber einer verschrieben. Das heißt, Google ist dein Freund. Ja, wir gehen aus dem gleich mal raus. /leave. Ja. Ansonsten werden wir hier unten nur zugetextet. Ehre den Sindorei. Ihr wisst ja, wie das ist mit diesen Chats. Und wir sind hier. Ach's Quest. Jawohl. Dort Quest-Addon. Wenn du hier aufmachst, siehst du gleich, was du alles machen sollst. Und siehst, dass hier noch mehr Quests sind. Was? Das ist das random Ding, was droppt. Und wir sollen jetzt hier irgendwo draufhauen. Was haben wir denn hier unten schon drin? Automatischer Angriff ist mir klar. Das Siegel gibt es von Anfang an schon. Nice. Hochfahren. Heiliges Licht. Was ist denn das? Mana dort? Nee. Entzieht dem Ziel 51 Mana und lädt euch 10 Minuten lang mit Energie auf. Arkaner Strom. Entzieht dem Ziel. Dieser Effekt bis zu 3-mal stapelbar. Bringt alle Gegner im Umkreis von 8 Metern 2 Sekunden lang zum Schweigen. Zusätzlich erhaltet ihr 12 Mana für jede Aufladung von Mana-Durst. Genau. Dann musst du nämlich dich an dem Ziel aufladen. Rein drauf, drüber. Gib's ihm, den Mana-Wurm. Ja, und hier gibt's auch wieder... Waffenfertigkeiten. Wir müssen alles einzeln leveln. Nice. Haben wir nicht mitgenommen. Wieso? Ach ja. Es gibt im Interface Steuerung. Automatisches Absetzen. Schnellplündern müssen wir dann noch einschalten. Genau. Oh, hier, komm. Siege hochfahren. Oh, mit 30 Sekunden, 28 Sekunden. Das sind die alten Zeiten, die schweren Zeiten. Was habe ich hier gemacht? Nice. Das ist nur mit Siege hochfahren, richten, Siege hochfahren. Das mach's kaputt. Jetzt können wir auch den da. Dann können wir... Haben wir hier was gekriegt für uns? Haben wir schon Gürtel? Nein. Gut, Mana, das braucht man eigentlich nicht, ne? Aber ist immer besser zu haben, als hätte haben sollen. Da oben sind doch viel mehr, da brauchen wir dann nicht so weit zu latschen. Uff. Geht's. Das Ding wieder zu. Jawohl. 203 Damage, heißt das 8 DPS? Jo. Hm? Nice. Ja, siehst du, es wird schon alles ein bisschen länger dauern. Das ist mit Licht gegen mich vergleichbar. Ich hab ja nie gesehen. Genau. Was machen wir für Berufe? Na, Bergbauer Juwel, damit verdienen wir am meisten Kohle.
Mit Juve weiß ich noch nicht, Bergbau weiß ich. Der kleine 16er hat schon 40G. Und drei 16er Taschen gekauft. Und ich spiele ihn erst seit 3 Tagen. Ja, mit Bergbau könntest du schon ein bisschen Kohle machen. Level 2 GZ mir. Wieso sagt mir keiner, dass wir die Quest schon fertig haben? Mag. Gemein. Ja, du hast schon die ganze Zeit gebrüllt, ne? Und ich hab's nicht gehört. Schwache Binta. Schön. Hier haben wir die nächsten Quests. Jo, der Sieg und so. Schwerrüstung. Jawohl, gib her. Zieh mal gleich an. Bedauerliche Maßnahmen. 8 Luxbänder. Ausbildung zum Balladösen. Die Ausbildung gibt's gleich hier hinten. Wir haben 30 Kupfer, jawohl. Ja, du mich auch. Quest beenden. Brunnenbehüter. Das ist ja auch eine Aufgabe. Brunnenbehüter. Passt auf, dass der Brunnen nicht wegrennt. Für den Sonnenbrunnen. Naja, wenn es gut bezahlt wird, ne? Was quatsche ich hier schon wieder? Blödsinn. Die ewige Sonne leitet uns. Abbrechen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ach, wir haben schon 4 Platzbehälter bekommen. Nice. Ne, warte mal, das war mit jawohl, da gehen sie beide auf. Krass. Stolperst du hier rein, sagst deinen Namen und kriegst schon eine 4er Tasche. Fett. Für den Sonnenbrunnen. Typisch Blöde. Die hat man gewechselt, jawohl. Trödelt nicht. Nein. Ne? Den brauchen wir noch. Wird das auch vielleicht. Der Sieg ist nah. Können wir Tasche wieder zumachen. Bleib wachsam. Quest haben wir hier noch. Was bist du? Level 1. Was? Hand kaputt. Können wir dem? Nein. Das funktioniert nur bei Mana-Klassen. Mana-Durst auf Kreaturen anwenden. 6-mal? Ei. Wie war denn das? Ja, Steuerung gedrückt halten, ziehen. Dann geht das. Gedimm. Oh, schön. Vor allem bei allen anderen Spielen bin ich total gehetzt. Hier ging's los am Anfang. Das machen, das einstellen. Jetzt bin ich schon wieder nach 10 Minuten an dem Punkt. Entspannung geht los. Nach weiteren 10 Minuten sind wir da. Entspannung pur. Nach weiteren 30 Sekunden hörst du es schnarchen und ich bleibe auf der Stelle stehen, weil ich eingepennt bin. Das ist so langsam, dass du wirklich automatisch runterfährst. Also ich hoffe mal nicht ganz, dass ich hier noch ein bisschen aufmerksam bin und bleibe. Nicht, dass mein Herz noch runterfährt. So, haben wir es jetzt endlich? Nein. Ihr müsst auch mal wieder hier drücken. Genau. Boah, müssen wir jetzt noch ein Makro machen, was ich mir dann auf irgendeine Taste lege, dass ich nur noch eine Taste drücke. Komme ich zur 3 bequem rüber? Nein, eher die 4. Bleiben wir auf die 4. Boah. Rechtsklick. Aber sie droppen schon mal gut, das ist fantastisch. Was gibt's hier? Oh, eine 17er Hose. Klein mal anlegen. Sieht bestimmt scheiße aus bei Leder, aber ist egal. Mehr Rüstung.
Und den haben wir fertig. Nice. So, brauchen wir noch? Ja, brauchen wir. Dötreff. Dötreff. Jawohl. Alle 30 Sekunden. Das fetzt auch. Dann mit den ersten Archon sparen. Ui, ich hab geklickt. Nein. Dann mit den zweiten Archon sparen. Ja, können gleich wieder mal nochmal drauf drücken hier. Komm. Hopp. Jawohl. Haben wir das auch mal wieder benutzt? Kein Account sparen? Hm. Ja, das ist halt noch Burning Crusade, ne? Er ist kein 100% Drop. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Wir sollten den hier auch mal auslösen. Wir haben oben die drei Aufladungen. Ansonsten bringen uns die nächsten Aufladungen nichts. Ich weiß auch nicht, ob es dann überhaupt noch funktioniert. So, nehmt den aber mal bitte ein bisschen zur Seite. Nicht, dass wir dann hier gleich beide ziehen. Ich weiß nicht, wie viel der Kacknoob hier aushält. Gut, wir haben ja Heilung, also. Und schon Level 3. Nein. Haben wir noch? Na, gut. Legen wir die Heilung ein bisschen weiter weg. Ich hoffe mal nicht, dass wir so früh brauchen. Account sparen, Hammer. 3 von 6. Bäm. Da können wir auch mal wieder drücken. Oh. Ja, komm. Wir machen noch weiter. Zwei brauchen wir noch Aufladungen. Nee, natürlich nicht. So. Hm. Es sieht man aber schwierig. Da oben von die anderen. Ja, hier unten das. Wir können immer noch hier. Ist das unten? Ja, das war das südwestliche. Hierfür kriegen wir nämlich auch noch eine Quest. Die würde ich gerne stehen lassen. Also natürlich auch schon krass, dass die Level 3 sind. Ja, wir quetschen uns hier mal durch. Gehen mal eine Runde schwimmen. Oh, cool, ist ja richtig cool. Ich dachte, das Ding wäre so flach. So knöcheltief. Also flach. Habe ich mich durchgedrückt. So, nehmen wir mit. Komme ich hier überhaupt wieder durch? Hilfe! Schwimm mal. Zeig mal, was du nicht kannst. Ja. Schwimmen mit Schwert auf dem Buckel, Kettenrüstung ein. Fett. Fehlt nur noch die Spitzhacke und die Schaufel. Damit man auch besser rudern kann. Nicht bildlich vorstellen mit Spitzhacke. Nein, nein. Nein. Ich muss es selber tun. Scheißendreck. Geh mal bitte zur Seite. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist ja schon fast wie beim Jäger. Au! Aber jetzt. Achso, startet. Das ist Level 3. Startesbar habe ich nicht gefunden. Als Add-on brauchen wir auch nicht. Denn, damit ich sehe, wie viel Leben ich habe. Fenster entsperren. Fenster verschieben. Dann sehen wir unser Leben. Fenster sperren. Das Ganze machen wir mit dem Fenster auch schon. Deswegen habe ich mich jetzt gerade anvisiert. Fenster verschieben, Fenster sperren. So. Den können jetzt da schon mal weniger passieren. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön.
Wenn's dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin auf Wiedersehen und Tschüssikowski.